Die nächsten zwei, die jetzt aussteigen, sind auch nicht mein Geschmack. Also wer Bachelorette sich angesehen hat, weiß, wer als nächstes aussteigt. Eben einer mit so einem rosa Hemd und grauem Jackett und der andere mit den langen Haaren und dem Bart, wo ich nicht so ganz gepflegt. Also ist nicht mein Typ, einfach beide nicht so. Ist übrigens meine persönliche Meinung, wenn ich sage, der Bart nicht, geht nicht, das geht nicht, ist das meine Meinung. Ich würde aber never denen auf deren Seite schreiben, ey, du bist voll unattraktiv und du bist voll nicht mein Typ, weil das interessiert die doch nicht, ob die mein Typ sind oder nicht. Ich sag's euch, an meiner Community, weil ich das nicht interessiert, euch das, wer mir gefällt und wer mir nicht gefällt, wen ich eben heiß finde und wen nicht. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Andere Frauen können die super süß, super heiß, super schön finden. Ich habe ja schon mal gesagt, es wäre ja schlimm, wenn ich jedem gefallen würde oder mir jeder gefallen würde. Das wäre echt richtig schlimm, deswegen, jeder Topf hat seinen Deckel und irgendwann finde ich meinen Deckel. Ja. Aber Luca ist nicht mein Fall und der andere eben auch nicht. Ich glaube, das waren dann die letzten zwei. Ich bin gespannt, wie es noch weitergeht. Ihr könnt daraus echt Trinkspiel machen, Leute. Ja, also Gerda ist echt der Wahnsinn. Top-Charakter, super Aussehen. Wie kann man wirklich so schön sein? Wahnsinn. Aber das sind generell ganz viele Influencerinnen. Auch diese Alvarez oder keine Ahnung, die, wo ich gepostet habe mit dem Mobbing-Ding. Bildschön. Sie hat so schöne Bilder. Sie ist so unglaublich schön. Diese. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Ich habe sie in Blowbus. Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. In Flowbus-Story gesehen. Und wow, wow, wow. Wie kann man so schön und so ein Top-Charakter. Also, so wie sie rüberkommt, kommt sie total super rüber. Okay, wenn man nicht singen kann, soll man es lassen. Aber gut, ist wieder meine Meinung. Nee, also der Bart gefällt mir, die Haare, nee. Kann ich nicht oft genug sagen, nicht mein Typ. Hallo, wie heißt du? Keno. Also der Keno hat echt ein hübsches Gesicht. Ich komme aus Köln, ursprünglich bin ich in Litauen geboren. Kennst du das? Litauen, sag mir schon was. Was denn? In Köln wohne ich aktuell. Echt? Ja, genau. Ach, witzig. Wo wohnst du denn da? Ehrenfeld, aktuell wohne ich. Also mir gefällt sein Ohrring nicht. Zwei Jahre lang in Ehrenfeld gewohnt. Mir gefällt sein Style, sein Outfit, die Größe, die Zähne, die Augen, der Bart geht so, aber ich glaube doch, der hat irgendwas, ich glaube, ja doch, der hat glaube ich schon ein hübsches Gesicht, so, ne? Sympathisch. War richtig sympathisch, selbstbewusst. Ja, denke ich auch. Und jetzt kommt der Daniel aus Österreich, der hat ja auch irgendwas, also... Ja, ist wie gesagt kein Bubi, aber er hat was. Er ist halt so ein richtiger Mann. Aber ich bin gespannt, ne? Also der hat irgendwas. So Leute, die letzte Story von der Kennenlernrunde. Es geht dann noch weiter. Ich sage euch später mein Fazit. Die Story wird sonst viel zu lang. Es ist Wahnsinn, wie viel man in eineinhalb Stunden reden kann. Ich könnte ja nonstop diese Sendung kommentieren, weil ich wollte immer Kommentatorin werden, das würde gut zu mir passen, so Fußballkommentatorin, und Fußball ist nicht meine Welt, aber so reden ist ja genau meine Welt, ne? Also ich könnte zu jedem was kommentieren, das ist Wahnsinn. Die Frage ist, ob ihr das wollt und wer sich das antut. Oh Mann, ich habe mir alle meine Träume... Oh Mann, ich hab's wohl verpasst, ich muss ein bisschen zurückspulen, die Klappe halten, Moment. Jetzt. Wir wissen, was er sagt. Ja, krumm und schief, aber es ist nicht so schlimm, da muss ja einfach was kommen. Ich bin gespannt! Ah ja. Okay, ich verstehe nicht, warum er dir gefällt. Daniel hat auch eine Mordsausstrahlung, ein echtes Gesicht. Ja, doch, hübscher ist er. Hübscher! Oh, das ist total süß, wie aufgeregt er ist. Oh, wie der Letzte. Hallo. Wer bist du? Und er ist groß. Daniel, freut mich. Zitterst du? Also die behält wohl alle Österreicher. Wie heiß sind die bitte? Also wirklich alle drei. Meine Favoriten, die Österreicher. Alle drei, wirklich. Also der eine ist der Kölner und die anderen zwei Österreicher. Die, wo sie entführt haben.
Das okay. ist halt echt eine coole Zeit. So, jetzt redet der Freiburger mit ihr, ich bin gespannt. Nein, das ist halt so ein Abenteuer, ja? Voll. Interessant. Ja, und die waren echt heiß, die drei, mit denen sie jetzt geredet hat. Alle haben Tattoos, mega cool, der eine ist Pilot. Der andere ist, weiß ich gar nicht mehr, was der ist, und der andere auch nicht. Aber ja, die gefallen mir, die drei. Der Daniel, ich weiß den anderen Namen nicht mehr und den anderen glaube ich auch nicht mehr. Egal. Es ist Zeit, ein bisschen Comedy zu machen. Ich mache jetzt gleich die Umfrage. Wer von euch liebt auch Schokolade? Ich meine, ich bin gespannt, da werden bestimmt ganz viele draufklicken, dass die Schokolade lieben. Ich habe schon seinen Strahl aus dem Apfel gesehen. Also, der hat eine Wahnsinnsausstrahlung, der Typ. Ich glaube,